Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich möchte dir heute einmal erklären, warum du unserer Auffassung nach nicht unbedingt eine Plank oder eine Planke trainieren solltest und warum sich viele Leute eigentlich damit nicht wirklich einen Gefallen tun. Eine Plank, eine Planke, das ist einfach eine Stütz- und Halteübung, wahrscheinlich kennst du die. Die ist unheimlich populär, unheimlich beliebt, die kommt in ganz, ganz vielen Workouts vor. Auf YouTube findet man die fast überall in jedem 5-Minuten- oder 10-Minuten-Workout. Und die soll dazu beitragen, die Körpermitte zu stabilisieren, einen flachen, starken Bauch zu kriegen. Und die Übung wird auch tatsächlich sehr häufig empfohlen, weil man damit einen vermeintlichen Doppeleffekt hat. Man stabilisiert nämlich Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur gleichermaßen. Nun, wenn die Übung auch ein paar Vorteile hat, bringt sie auch einige Nachteile mit sich. Und zwar sollte man sich einmal überlegen, wie ist der Körper aufgebaut und was passiert da überhaupt? Du siehst hier im Hintergrund ein Muskelmännchen. Und natürlich auch die Bauchmuskulatur. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man es jetzt im Bild erkennen kann, aber die gesamte Bauchpartie im Prinzip gerade ausgehend von hier einmal bis hier unten und dann die schrägen Bauchmuskeln und innen drinne die quer verlaufenden Bauchmuskeln, die man jetzt hier oberflächlich nicht sehen kann, dieses ganze Gebilde. Was haben die Muskeln für eine Funktion und wie funktionieren die? Nun, die funktionieren, indem sie sich kontrahieren, das heißt, die einzelnen kontraktilen Elemente in dem Muskel ziehen sich zusammen, die Filamente ziehen sich zusammen und sie werden dann wieder auseinandergezogen. Auseinandergezogen werden sie entweder durch Schwerkraft oder durch den Antagonisten, das heißt durch die entsprechenden Gegenmuskeln mit den Gegenfunktionen. Der Muskel an sich kann nur kontrahieren, auseinanderziehen kann er sich nicht. Das macht immer Schwerkraft oder der Antagonist. Wenn man das einfach überlegt, dass diese Funktion eigentlich im Körper Bewegung ist, ja, was macht es dann für einen Sinn, eine statische Übung zu machen und den Muskel quasi beizubringen und anzutrainieren, rein statisch zu halten, also dieses Core-Training? Wofür soll das dann letzten Endes gut sein? Unserer Auffassung nach ist das gar nicht so gut. Und das möchte ich dir mal an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Ich hoffe, ich kann es hier gerade einmal zeigen. Wenn du dir vorstellst, dass das hier mal unser Körper ist, oben ist der Kopf und unten sind die Füße und wir drehen jetzt einfach mal den Kopf zur Seite, dann hast du oben eine Rotation und die Rotation wird nach unten immer weniger im Körper. Das heißt, unten bleibst du im Prinzip komplett stehen, während sich oben dein Kopf im Prinzip zur Seite dreht. Das ist auch eigentlich ziemlich logisch und das wirst du auch direkt nachvollziehen können, warum das so ist und wie das so funktioniert. Jetzt stell dir mal vor, dass ungefähr hier in der Mitte dieses Bandes, also in etwa so auf dieser Höhe vielleicht, dass dort die Bauchmuskeln sind. Und jetzt trainierst du die Bauchmuskeln so, dass sie möglichst hart und fest und stabil sind, dass sie sich möglichst kompakt sind und eben möglichst Core Stability machen. Was macht das im Prinzip für einen Effekt hier drin aus? Nun, ich bräuchte jetzt eigentlich noch eine zusätzliche Hand, aber das macht eigentlich den Effekt, dass du bildlich gesprochen hier drinne deinen Körper komplett steif machst. Das heißt, du drehst hier oben, dann ist es irgendwie steif und dann versucht es sich hier unten wieder zu drehen. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass diese flexible Kette, diese weiche Rotationsmöglichkeit eigentlich durch so ein statisches Core-Training unterbrochen wird. Und da im Körper alles miteinander verbunden ist, da wir im Prinzip schräg und quer und gerade laufende Muskelschlingen haben und Faszien und Muskelketten, die alle zusammenarbeiten, macht das im Prinzip nicht wirklich Sinn, so eine statische Übung da reinzubauen und den Körper in seiner Kette quasi zu unterbrechen. Stell dir vor, du hast eine Metallkette und innen drin ist ein Kettenglied wie eingefroren und diese Kette kommt jetzt unter Spannung, natürlich geht sie kaputt. Und vielleicht weißt du, dass wir auch eine Physiotherapiepraxis haben und dort haben wir auch mit Leuten zu tun, die viel Sport machen. Und es ist tatsächlich ein Problem und es führt wirklich auch tatsächlich zu wirklich Rückenkomplikationen, wenn die eine brettharte, starke, aber unbewegliche Bauchdecke haben. Und das wird eigentlich mit so einer Planke noch forciert und geschult.
Wenn du dennoch eine Planke trainieren möchtest, weil du sagst, sie macht für dich Sinn oder du magst sie gern und du möchtest sie trotzdem haben, dann würde ich dir empfehlen, trainiere sie dynamisch. Also mach keine reine statisch haltende Übung, sondern mach eine Plank-Version, wo du eine Rotation im Körper mit reinbaust oder wo du die Beine mitbewegst, wo du die Beine seitlich an den Rumpf anziehst beispielsweise oder wo du den Oberkörper ausdrehst. Dann hast du auch diese Haltearbeit im Rumpf, aber trotzdem hast du zusätzlich eine dynamische Bewegung, die auch der alltäglichen Bewegung entspricht und du hast auch diese kontraktile Muskelarbeit, sodass der Muskel in seiner natürlichen Funktion auch arbeiten kann. Kraft sollte immer so trainiert werden, wie sie auch letzten Endes gebraucht wird. Es macht nicht Sinn, eine große, haltende, statische Kraft versuchen aufzutrainieren, wenn du nachher eigentlich vorhast, dich tatsächlich dynamisch zu bewegen. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken. Danke, dass du zugeschaut hast. Schreib mir gerne deine Fragen alle in die Kommentare. Abonnier unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.